Take this, Mr. Bowie. Durch den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bekam David Bowies Song Heroes wohl den Durchbruch. Du könntest du schwimmen. Und sie, Romy Haag. Wie Delfine, Delfinen ist tun. Hat erheblichen Anteil an der Entstehung. Nein, niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir siegen an diesem Tag. Eigentlich habe ich mitgearbeitet an dieser Song. Ich bin eigentlich böse, dass ich keine Tantieme dafür bekomme. Weil die Delfine waren ja meine Idee. Nicht zuletzt wegen Romy Haag zieht Bowie 1976 nach Berlin. Die beiden verlieben sich in Romys Nachtclub, Chez Romy, werden ein Paar und ziehen in einer WG zusammen. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ich hatte da meinen Laden und ich hatte einen Mercedes 600. Und die haben immer meine Limousine bekommen. Und dann hat das Management gesagt, komm doch mit deinen Leuten zu David Bowie. Ich wusste nicht mal, wer es war. Okay, komm zu David Bowie. Und wir sind so, wie sich mit 20 Leuten dann zu David Bowie in der Deutschlandhalle gegangen. Und ich saß so auf der Seite von der Bühne und er kommt da rein und wir sehen uns an. Und da war das alles irgendwie klar. Wir haben nicht mehr diskutiert. Er war nachher im Laden, wir sind nach Hause gegangen, wir haben nicht mal darüber diskutiert. Bei Romy treffen sie sich mit Mick Jagger, Bowie und Iggy Pop und immer mittendrin Romy. So, ich bin mit 13 Jahren schon abgehauen. Und geht zum Zirkus. Mit 16 zieht sie nach Paris und tritt im bekannten Nachtclub Alcazar als Tänzerin auf. Ihre exzessivste Zeit hatte sie aber wohl mit Bowie in Berlin. Es war auch, wenn ich es nachhinein sehe, ein geistiger Austausch. Er ist ja auch Steinbock wie ich. Und das ist ein Moment, wo er natürlich sehr drogenabhängig war und wo er mich sehr gebraucht hat. Weil ich muss auch sagen, David Bowie war natürlich auch ein Fluch für mich. Ja? Weil meine eigenen CDs und meine eigene Musik, das hat kein Mensch mehr interessiert. Man hat immer nach Bowie gefragt. Und heutzutage ist es so, wenn ich dann irgendwie eingeladen werde in eine Talkshow und ich will nicht über Bowie reden, dann sagen sie, ja, da bist du nicht eingeladen. Fluch oder Segen? David Bowie ist auf jeden Fall bis heute ein großer Teil ihres Lebens.